Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Der Russe Sergej Bakulin wurde mehrfach des Dopings überführt. Urheberrecht Getty Images. Dem ehemaligen russischen Top-Gear Sergej Bakulin droht als Wiederholungstäter eine lebenslange Dopingsperre. Dem ehemaligen russischen Top-Gear Sergej Bakulin droht als Wiederholungstäter eine lebenslange Dopingsperre. Wie die unabhängige Integritätskommission IU des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF mitteilte, sei Bakulin wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regeln vorläufig suspendiert worden. Bakulin hatte in der Vergangenheit wegen Dopings bereits sein WM-Gold über 50 Kilometer von 2011 verloren und musste eine Sperre absitzen. Die russischen Gier haben in den vergangenen Jahren mit einer ganzen Reihe von Dopingfällen für negative Schlagzeilen gesorgt. Unter anderem verlor Sergej Kajab in sein Olympiagold von 2012 über 50 Kilometer. Der frühere Nationaltrainer Viktor Tjigin wurde inzwischen lebenslang gesperrt.